Also damit sind wir in einem literarischen, anspruchsvollen Bereich. Und das ist natürlich eine Frage, die wir haben da vorhin ja schon untereinander darüber diskutiert. Also es ist eine Frage, die man natürlich nicht abschließend beantworten kann. Michael Detjen, nochmal, was sagst du dazu? Also das fällt mir jetzt schwer zu antworten. Ich habe mit meiner Mutter letzthin telefoniert. Meine Mutter ist 83 Jahre alt und habe versucht, ihr zu erklären, was KI ist. Dabei waren wir dann irgendwann an einem Punkt und ich habe sie gefragt, was würdest du dir denn jetzt als Text wünschen, wenn du dir irgendeinen Autor aussuchen könntest, der dir einen Dank schreibt für die Leistungen, die du mir gegenüber als deinem Sohn gebracht hast. Und dann hat sie gesagt, ich hätte gern einen Text, ich meine, es wäre Siegfried Lenz gewesen, der so klingt, als wäre er von Siegfried Lenz. Dann habe ich ChatGPT gebeten, einen solchen Text zu schreiben, habe den meiner Mutter vorgelesen und dann sagt meine Mutter, und das hat Siegfried Lenz jetzt wirklich für mich geschrieben. Also sie verehrt diesen Schriftsteller und musste jetzt diesen Schritt tun, zu verstehen, dass das ein KI-Produkt war. Ich würde den Autorinnen und Autoren empfehlen, das zu tun, was die Arbeiterinnen und Arbeiter im 18. Jahrhundert getan haben, nämlich sich selbst über ihre Rolle im Kapitalismus klar zu werden und dementsprechend Forderungen an die Nutzer ihrer Produkte zu formulieren und einzufordern, dass ihre geistigen Leistungen die Anerkennung bekommen, die sie verdient haben. Die Arbeiter im 18. Jahrhundert haben sich in Gewerkschaften organisiert. Das würde ich auch den Autorinnen und Autoren ganz dringend empfehlen, sich selber zu organisieren in Strukturen, die auch in der Lage sind, politisch so zu agieren, dass ihre Interessen gegen die großen Konzerne durchgesetzt werden. Und ob das Politiker im Moment sind, würde ich gern dahingestellt sein lassen. Ich bin politisch nicht mehr aktiv, ich könnte jetzt noch despektierlicher werden. Ich will aber auch Frau Mundorf, tut mir leid, mein Namensgedächtnis, noch mal zur Seite springen wollen, weil ich glaube, wir brauchen in Europa wirklich eine eigene KI-Struktur, die unabhängig ist von den großen amerikanischen Konzernen und die in der Lage ist, Bildung, Inhalte, ja, den Menschen zur Verfügung zu stellen, KI als Tool zur Verfügung zu stellen, dass jeder die Möglichkeit hat, eine KI zu nutzen und dass nicht zum Schluss Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg oder, jetzt komme ich auf den Elon Musk nicht, entscheiden kann darüber, wer eine KI benutzt oder nicht. Die Stärke des europäischen Systems ist, ein demokratisches System zu sein. Und da gehört manchmal auch das Eigentum an Produktionsmitteln, was die KI in dem Augenblick ist, dazu. Das gehört eben in öffentliche Hand und nicht in private Hand.